Ich fange an mit Herrn Ralf van Rode. Er ist hier so der Lokalmatador von Gecko aus Hamburg. Gecko ist ein Personaldienstleister aus Hamburg, der sowohl Freiberufler vermittelt, aber auch in diesem Thema E-Learning, dem ganzen Thema Qualifizierung, sehr stark engagiert ist. Wie gesagt, hier der Lokalmatador. Begrüße ich ganz herzlich Herrn Ralf van Rode. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Thomas Riedl von der anderen Seite der Republik aus München, Top IT Services. Ist auch ein großer Personaldienstleister, der eben auch sich um die Freiberufler kümmert und eben über ihn wichtige Kundenprojekte hat. Und auch von ihm werden wir erfahren, wie sich dieser Markt darstellt, wer die besten Chancen hat. Schließlich Herr Martin Franzen, er wird uns über einen Aspekt reden, der auch mit dem Thema Freiberuflichkeit zu tun hat. Er hat vor 2 Jahren eine Plattform gegründet, die sich vor allem um Interim-Management beschäftigt, also vor allem Interim-Manager vermittelt. Und von ihm werden wir dann erfahren, wo diese Grenzen sind, wer ist Freiberufler, wer ist Interim-Manager. Also dieses Spektrum einfach etwas erweitern. Vielen Dank, Herr Franzen. Als erste Frage, was ich schon angedeutet hatte, wie beurteilen Sie diesen Markt? Man hört ja Widersprüchliches einerseits sehr positiv, die Firmen suchen, haben viel Arbeit und andererseits doch eben die Stolpersteine, die die Unternehmen, die Auftraggeber den Freiberuflern in den Weg legen mit dieser Scheinselbstständigkeit. Herr Rode, wie bewerten Sie denn diesen Freiberuflermarkt? Ja, eigentlich ganz gut. Wir merken, dass wir keine Probleme haben, beziehungsweise wir haben noch eine Menge Anfrage. Klar sind die Kunden ein bisschen vorsichtig geworden. Thema Scheinselbstständigkeit haben Sie schon angesprochen. Auch das wird, denke ich, nachher nochmal ausführlicher besprochen. Aber es gibt eine Menge Projekte. Ich meine, es geht in Deutschland gut, es geht europäisch, denke ich, noch ziemlich gut. Und das merken wir in der Projektanfrage sicherlich zurück. Es gibt eine Menge Projekte, wo wir suchen, sicherlich im Infrastrukturbereich. Thema XP ist, denke ich, darin wichtig. Verschiedene Konsolidierungsprojekte. Also wir merken, dass die Lage momentan auch recht gut ist. Können Sie das kurz nochmal präzisieren? Also von was für Projekten sprechen wir? Was sind das für Projekte, wo die Leute am ehesten unterkommen? Wo ist der Bedarf am größten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so pauschal sagen kann. Wir sind viel im Infrastruktur unterwegs und da merken wir, dass mit Ausphasierung von XP und verschiedenen anderen großen Projekten, dass da einiges auf uns zukommt. Und das ist sicherlich im Rollout, in Rechenzentrum-Projekte, da gibt es viele Projekte. Es gibt auch viele Entwicklungsprojekte, wo Leuten gesucht werden. Aber von unserer Seite ist es eben viel im Infrastrukturbereich, wo eine Menge Leute gesucht werden und oft nicht gefunden werden. Kann man, letzte Frage noch, kann man sagen, in welchen Branchen mehr zu tun ist, in welchen Branchen mehr und in welchen anderen weniger zu tun ist? Wir sind auch viel im Automotive-Bereich, da passiert einiges bei großen Kunden wie VW, MAN, Audi. In Verlag ist, denke ich, ein Branch, wo es halt nicht so viel Bedarf gibt momentan, weil da geht es eben nicht das so gut. Das ist richtig. Bei uns ist der Bedarf nicht sehr groß. Nee. Es gibt schon ein paar Branchen, wo momentan immer noch viele Leute gefragt werden. Und Automotive ist, wo wir momentan sehr viel und auch in Pharma merken wir, dass auch noch viele Leute nachgefragt werden. Mhm. Vielen Dank. Herr Riedl, eben auch an Sie die Frage, wo merken Sie große Nachfrage? Wo tut sich am meisten aus Ihrer Sicht? Ja, also ich denke, die Konjunktur ist in Ordnung. Da würde ich Herrn van Rode absolut recht geben. Und wenn die Konjunktur in Ordnung ist, dann gibt es in der Regel ja auch dann gibt es Spielraum für die Unternehmen für neue Projekte. Und wenn es neue Projekte gibt, dann gibt es auch Bedarf an Externen. Weil Projekte werden ja nun naturgemäß nicht nur von dem Stammpersonal gemacht, sondern eben gerade auch von Externen. Insofern, denke ich, sind die generellen Voraussetzungen sehr positiv. Der IFO-Geschäftsklimaindex bestätigt es ja auch. Der liegt jetzt auf einem 2,5-Jahres-Höchststand aktuell. Insofern bin ich also von diesem Meta-Umfeld sehr positiv gestimmt. Ansonsten ist es auch eine Branchen-
abhängige Aussage, die man hier treffen muss. Ich glaube, der Automotive-Industrie geht es generell sehr gut in Deutschland. Das merkt man auch bei den Projektnachfragen. Also wir merken das zumindest. Hier wird sehr viel investiert, hier werden sehr viele neue Projekte initiiert und dementsprechend ist auch der Bedarf sehr hoch. Können Sie das vielleicht dahingehend konkretisieren, was für Projekte, das sind, wir ja von Herrn van Rode gehört, das sind vor allem Infrastrukturprojekte, um was für Projekte geht es, lässt sich das so sagen? Jein. Also es ist einfach kundenabhängig, weil jeder Kunde setzt irgendwo auf gewisse Innovationen, die er im Auge hat. Und diese Innovationen treibt er natürlich voran. Und nicht jeder Kunde setzt auf das gleiche Pferd. Insofern ist das halt auch bei jedem Kunden etwas anders. Also wir zum Beispiel in Bayern sehen bei einem großen Automobilhersteller sehr viel Investitionen in das Thema IT und Auto, so Thema Connected Drive, da wird sehr viel gemacht, ja. Oder Elektroauto, auch da werden sehr viele Projekte initiiert. Ja. Herr Franzen, eben auch an Sie die Frage, wie Sie diesen Markt, in dem Sie ja aktiv sind, und uns kurz aufklären, wo die Brücken und wo die Unterschiede jetzt vom Freiberufler und zum Interim Menschen sind. Also zunächst sind auch Interimsmanager in der Regel Freiberufler oder haben dann, um nämlich diesem Thema Scheinselbstständigkeit auch aus dem Weg zu gehen, haben dann kleine GmbHs. Und der Interimsmanager charakterisiert sich dadurch, dass er zunächst eben Führungsaufgaben in einem Unternehmen wahrnimmt. Und das kann eben, und deswegen sitze ich hier auch, unter anderem sehr stark im IT-Bereich sein. Und dabei handelt es sich in der Regel um eben beispielsweise Integrationsprogramme, Programmmanagement, also die Schnittstelle zwischen Hardcore, IT-Know-how, Business-Aspekten und eben auch Geschäftsprozessen. Und da sind eben, was wir sehen, sind große Themen, die wachstumsorientiert sind. Das ist dann E-Commerce, das ist Cloud Computing, das sind zum Teil aber auch Outsourcing-Projekte. Und von dem Branchenfokus, das betrifft jetzt wieder IT-Interimsmanagement, eine Reflexion der deutschen Volkswirtschaft, sehr stark im Automotive-Bereich, wie schon gerade erwähnt, Maschinenbau, dann aber auch sehr stark im Dienstleistung- und Logistikbereich. Also man denke an Versicherungen, Banken, die ja auch den Transfer hinbekommen müssen ins Internet, Social Media ist hier ein Stichpunkt. Und von der Größenordnung her, da stimme ich meinen Vorrednern zu, wir haben eine positive Konjunktur in der Vergangenheit, aber die Prognosen sind auch gut. Und Gulp, das ist eben eine oder für IT-Spezialisten eine Plattform, die hatten da im letzten Jahr 163.000 Projekte, die dort ausgeschrieben und dann auch besetzt wurden, und hatten im Januar diesen Jahres allein 15.000 Projekte, die dort ausgeschrieben wurden. Und was den Interimsmanagementmarkt angeht, sehen wir auch über Jahre schon, mit der Ausnahme 2009, 2010, eine positive Entwicklung im zweistelligen Bereich. Also das Prognose für das Umsatzvolumen, Viehvolumen für 2014 sind 1,4 Milliarden. Im letzten Jahr waren es 1,2 und 2012 waren es 925 Millionen, wenn meine Journalistin, die das vorbereitet hat, die richtigen Zahlen recherchiert hat. Also aber, das soweit. Aber Herr Franzen, wo ist da die Grenze? Wann ist man Freiberufler und wann ist man Interim? Gibt es da klare Grenzen, wann man Freiberufler ist und wann man Interimmanager ist? Also ich würde die Differenzierung nicht daran sagen, Freiberufler, Interimsmanager, weil in der Regel sind Interimsmanager auch Freiberufler. Besser ist, eine Differenzierung vorzunehmen, was sind die Inhalte und die Aufgaben. Und bei Interimsmanagern, das liegt im Wort Management, das hat was mit Führen zu tun. Und das sind in der Regel im IT-Umfeld Personen, die entweder Vakanzen überbrücken, also Leitung IT, oder eben sehr komplexe Projekte managen. Und das ist Projektmanagement, das ist Programmmanagement.
Und von den Inhalten sind es eben dann häufig Integrationsprojekte oder eben auch dann Themen wie Cloud Computing, also das volle Spektrum, aber immer die Schnittstelle auch zwischen dem Business, den Business-Anforderungen und die Verzahnung dann mit den eigentlichen Spezifikationen, die erfordert sind. Und natürlich ein gutes Grundkenntnisse, welche Technologien zum Einsatz kommen. SAP ist ein Riesenstichwort natürlich, also von der Bedeutung Cloud Computing zunehmend jetzt eben auch IT Security und dann kommt aber auch schon SAP-Themen, Integration, neue Module etc. Da würde ich gerne anknüpfen, Herr van Rode. Und zwar, mit welchem Know-how kann man jetzt am ehesten, hat man die besten Chancen? Also wenn Sie sich so die Freiberufler Lebensläufe anschauen, welche Leute können Sie am leichtesten vermitteln? Und wie immer auch das Negative, wen können Sie am schwersten vermitteln? Anfangen mit der ersten Frage, die ist, denke ich, am einfachsten zu beantworten. Infrastruktur, wie gesagt, habe ich schon angedeutet, dass wo wir stark sind. Und da merke ich auch, dass viel starker Windows-Profile, Leute, die viel Erfahrung haben im Client-Bereich, im Client-Design, die sind momentan sehr schnell an einen neuen Job. Aber auch im Technikerbereich, das sind immer Leute, die ein stabiles Profil haben, die sich immer weit entwickelt haben. Die können wir in diesem Markt eigentlich immer leicht verkaufen, weil für uns als Dienstleister ist es, denke ich, momentan nicht die schwerste Periode, um Leuten zu verkaufen. Wenn wir gute Leute haben, dann sind die relativ einfach zu verkaufen, weil die Projekte sind eben da. Aber was heißt, wenn Sie das sagen, gute Leute? Was ist bei Ihnen ein guter Mensch, von dem Sie sagen, den können Sie schnell vermitteln? Ja, es handelt sich um stabile Profile. Das heißt, Leute, die sich weit entwickelt haben, Leute, die sich möglicherweise zertifiziert haben, Leute, die versucht haben, um auch für eine gewisse Periode in das gleiche Projekt zu bleiben. Man merkt, dass Leute, die schnell Projekte wechseln, kurze Projekte gemacht haben, dass die momentan nicht so einfach mehr sind zu vermitteln. Also stabile Profile, die sich weiterentwickelt haben, die sich auf Zertifizierungen zugelegt haben, das sind starke Profile, die bei großen Kunden gute Referenzen haben. Ich denke, das sind die starken Profile, die ich da erwähnt habe. Aha, und eben nochmal ganz kurz, eben diese, wäre es dann schwieriger zu vermitteln, also eben wenn sich jetzt so eben nochmal die Lebensläufe, die Profile anschauen, wo kriegen Sie dann eher Bauchschmerzen? Ja, sind hier die ganz klaren Löcher im Profile, wo man natürlich Bauchschmerzen bekommt. Leute, die schnell wechseln, also die sogenannten Jobhoppers, wenn man als Kunde ein Profil beobachtet, ist es, denke ich, wichtig, dass da eine gewisse Stabilität in das Profil zurückkommt. Und wenn die Stabilität da ist, gibt es schlussendlich dann auch Kunden, die interessiert sind in das Profil. Also Leute, die schwer zu vermitteln sind ja, wie gesagt, Leute, die keine guten Profile haben, keine Kontinuität in ihre Profile, möglicherweise keine Zertifizierungen, keine Abschlüsse in Studium. Das sind, denke ich, die Leute, die es am schwersten haben, um einen Job zu finden. Aber es gibt auch für diese Leute Hoffnung, weil Fachkräftemangel ist einfach da. Aha. Und wenn man versucht, um einen Job zu finden, denke ich, dass es für jeden machbar ist, um momentan in IT-Umfeld einen Job zu suchen. Gucken Sie hier rum. Es gibt so unfassbar viele Kunden, die auf der Suche sind. Also wenn Sie sich selbst gut präsentieren, wenn Sie ein gutes Profil haben, wenn Sie das Profil pflegen, wenn Sie versuchen, um rauszufinden, was gefordert ist beim Kunde, dann werden Sie ziemlich schnell wieder einen neuen Job haben, entweder freiberuflich oder festangestellt. Mhm. Herr Riedl, Herr van Rode hat ja gesagt, am schwierigsten sind scheinbar wohl die zu vermitteln, die, wie er sagte, Löcher im Lebenslauf haben. Eben auch an Sie die Frage, eben zum einen, welche Profile, über welche sind Sie am glücklichsten und wo sind Sie weniger glücklich? Ja, aus meiner Sicht sind die am leichtesten zu vermittelnden Kandidaten, also ich möchte jetzt auch nicht so von Profilen sprechen, oder sondern eher von Experten, die am leichtesten zu vermittelnden Experten sind die erfahrenen Experten. Ja, die also seit 15, 20 Jahren in diesem Geschäft sind, nicht unbedingt als Selbstständiger, aber vielleicht am Anfang als Festangestellter und die dann irgendwann mal den Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben,
aber letztlich über die letzten 20 Jahre einfach eine Kontinuität in ihrem Lebenslauf haben, die ja große Expertise und Best Practice vermuten lassen. Ja, und solche Leute kann man sehr, sehr schnell vermitteln heutzutage. Die haben auch meistens eine sehr gute Ausbildung, das heißt, sind Informatiker, Ingenieure, haben Zertifizierungen, haben in der Regel auch eine Kontinuität, eine Stabilität. Ja, das heißt, es sind meistens langjährige Projekteinsätze in diesen Profilen zu finden. Und es gibt auch einen roten Faden bezüglich der Themen, die der Mitarbeiter in den Projekten gemacht hat. Und das sind aus meiner Sicht die besten vermittelnden Kandidaten. Und wenn dann in diesem Profil noch sehr häufig SAP zum Beispiel vorkommt, ja, oder SharePoint oder immer diese Trendthemen, dann ist es ein leichtes. Das heißt, Sie wollen diesen roten Faden im Lebenslauf sehen und was Herr Van Rode auch angedeutet hat, also diese Job- oder Hope-Vermittlung, diese Hopper, die haben Sie nicht so gerne. Wie ist es, also Hopper vom Job und auch von den Themen her, ist das Ihnen da nicht so geheuer? Nun ja, ich meine, die Experten können sich natürlich auch weiterentwickeln und es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man am Anfang vielleicht ein COBOL-Entwickler war in der alten Welt, in der Mainframe-Welt, hat dann aber einen Trend erkannt und hat sich dann von mir aus zum Java- und Web-Entwickler entwickelt. Wenn das einmal in einem Lebenslauf vorkommt, dann ist das überhaupt kein Problem und ich denke sogar positiv, weil man kann auch in diesen beiden Welten ja immer etwas mitnehmen, was in den Projekten dann auch positiv bewertet wird. Wenn es allerdings so ist, dass man praktisch in jedem Jahr, um es mal extrem zu sagen, eine andere Technologie, eine andere Branche, andere Themen macht, dann sieht man ja wohl auch ganz offensichtlich, dass der Experte sein Gebiet noch nicht gefunden hat. Und diese Leute sind halt jetzt nicht hundertprozentig oder gehören jetzt nicht zu den beliebtesten. Sie werden sicherlich in der aktuellen Situation trotzdem Aufgaben finden. Mhm. Ja? Aber Sie hatten mich ja nach den besten Kandidaten gefragt. So ist es, ja. Herr Franzen, eben was wünschen Ihre Auftraggeber? Man kann sich ja, könnte sich ja vorstellen, beim Interimmanagement, dass erst recht die Trauben hochhängen, absolut, weil oft da der Feuerwehrmann erwartet wird, der dann wahrscheinlich retten soll, was jahrelang vielleicht nicht funktioniert hat. Was sind das dann für, was für Voraussetzungen muss man da mitbringen? Wer sollte in diesem Job oder wer sollte das riskieren, in diesem Umfeld zu arbeiten? Also ich glaube, was entscheidend wichtig ist, und wir nennen das so eine Branchenkenntnis, ist erstmal sehr wichtig, ja. Und das andere ist eben auch eine funktionale Kenntnisse und dass eben Bewerber, die sich bei uns auf der interim-x.com akkreditieren, also bei uns kann überhaupt nicht jeder Interimsmanager sagen, ich stelle jetzt mein Profil öffentlich, sondern vorangestellt ist ein Akkreditierungsprozess, wo im Grunde die beruflichen Stationen ausgeführt werden müssen und eben auch die Art der Interimsmanagement-Projekte. Und dazu ist es notwendig, dass eben drei Referenzen angegeben werden von ehemaligen Mandanten bzw. Auftraggebern, die wir dann auch kontaktieren. Und die Kernfrage ist dann schon mal, würden Sie diesen Interimsmanager nochmal mandatieren bzw. weiterempfehlen? Und dann gibt es eben im Anschluss noch ein sehr umfängliches Gespräch, wo beispielsweise, wenn jemand sagt, ich habe da ein Projekt gemacht oder ich bin Branchenexperte E-Commerce, dann wäre die Frage, wo haben Sie ein E-Commerce-Projekt gemanagt? Ja, und wenn das da hapert oder nicht vorhanden ist, hat dieser Mann oder die Dame eigentlich zum guten Teil die Chance vertan, sich bei uns zu akkreditieren. Sodass wir mit Recht und Fug auch sagen können, dass bei uns die akkreditierten Interimsmanager wirklich wissen, was sie tun. Und da ist immer der Dreiklang Branche, Funktion und dann eben auch nationale, internationale Ausrichtung wichtig.
Und welche Leute werden zurzeit von unseren Unternehmen gesucht? Ganz großer Trend im Handel, E-Commerce, dann ist es Business Intelligence, dann ist es natürlich die Vakanz von Übernahme IT-Leitung. Aber das sind so die Themen, die zukunftsgerichtet sind. Und dann gibt es eben auch die Klassiker, beispielsweise bei, wir haben einige Private Equity Gesellschaften, die bei uns und Kunden sind. Und da sind es dann Themen, ein Unternehmensteil wird aus einem Konzern rausgelöst und dann die Themen IT-Outcarving, also wie stelle ich sicher, dass ein Unternehmensteil, der bisher an der Konzernzentrale infrastrukturell hing, wie wird der dann eigenständig aufgestellt? Das sind so die großen Themen. Herr Van Rode, Sie hatten es ja in Ihrem vorigen Statement angedeutet, dass auch Zertifizierungen eine Rolle spielen. Gerade wahrscheinlich für Freiberufler, um weiterzukommen, kann so ein Zertifikat helfen, eben um seinen Marktwert zu steigern. Was für eine Rolle spielen Zertifikate? Welche sind im Moment besonders begehrt? Oder wenn eben so ein Freiberufler so ein Zertifikat angibt, was für einen Stellenwert hat das? Ja, ein Zertifikat ist, denke ich, immer gut. Es kommt darauf an, welches Zertifikat. Es kommt auch darauf an, ob das im technischen Bereich ist oder ob das eher im Managementbereich ist. Ich denke, die Interimsmanager, wo gerade darüber gesprochen ist, ist, denke ich, den ITIL im Service-Management-Bereich, aber auch verschiedene Service-Management-Methodiken wie PRINCE2 oder BMP oder IPMA. IPMA hat die verschiedenen Niveaus, wo man sich zertifizieren lassen kann. Wenn man eher im technischen Bereich geht, sind natürlich die klassischen Microsoft- und Cisco-Zertifikaten sind da viel gefragt. Ob es denn hilft, um weiterzukommen, ist pure die Frage, wer kauft ein. Bei kleineren Unternehmungen merkt man, dass es weniger wichtig ist. Die brauchen jemanden, der gewisse Erfahrungen mitbringt und dann ist ein Zertifikat eigentlich egal. Bei größeren Unternehmungen merkt man, dass es viel mehr prozessgesteuert ist und dass man da eine gewisse Checkliste abhaken muss, bevor jemand überhaupt in Frage kommt, um angeboten werden zu können. Das heißt, wenn ich einen Projektmanager anbiete bei einer größeren Unternehmung, dann ist da gefordert zum Beispiel ein PRINCE2-Zertifizierung und ein ITIL V3-Zertifikat oder was auch immer. Wenn man die nicht hat, gibt es oft einen Knockout in größere Projekte. Also da würde ich sagen, ist es zwingend erforderlich, dass man in diesem Bereich sich weiter zertifizieren lässt. Bei kleineren Unternehmungen denke ich, dass es weniger wichtig ist, weil es für die Unternehmungen wichtig ist, dass sie jemanden haben mit den Erfahrungen und dass die Zertifikaten da weniger wichtig sind. Das heißt also, wie Sie sagten, bei den großen Unternehmen ist das eher gefordert, diese Zertifikate. Der Mittelstand ist da etwas flexibler. Da zählt mehr die, zum Beispiel die Erfahrung. Oder auch ja, Erfahrung zählt bei beiden natürlich, ja. Ne? aber im größeren Unternehmungen ist es, wie gesagt, da ist es wichtiger, weil es oft, man kommt beim Einkauf manchmal gar nicht mehr vorbei, wenn man die Zertifikate nicht hat. Und dann kann man sagen, hey, ich bin gut, ich habe nur das gemacht für die letzten 15 Jahre. Aber wenn da im Einkauf jemand sitzt, die 14, 15 oder 60 Profile beurteilt und da nur Haken setzt, hat er das? Nein. Dann kommt man nicht weiter. Und bei größeren Unternehmungen passiert das leider immer öfter. Und das heißt, dass man auch als Dienstleister gefragt ist, um da ja, etwas mehr zu geben und wirklich versuchen muss, diese Profile da besser zu verkaufen. Bei kleineren Unternehmungen ist das weniger wichtig. Die haben da etwas weniger starre Prozesse und kommt man, denke ich, weiter. Aber es gibt auch immer IT-Managers, die sagen, das ist für mich Pflicht und er muss das haben. Und wenn er das nicht hat, bekommt er bei mir nicht rein. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen, denke ich. Aha. Eben das unterschiedliche Meinungen, Herr Riedel, das würde ich gerne aufgreifen wollen. Ist es so, dass eben wenn die Unternehmen, wenn der Einkäufer jetzt immer mehr das Sagen hat, dass so formale Kriterien dann wichtig werden und Sie schauen müssen, dass diese Freiberufler dann auch entsprechend zertifiziert sind? Lässt sich das so interpretieren? Ja, also wenn der Einkauf sagt, er benötigt solche Experten mit diesen Zertifizierungen, dann kommt man nicht drum rum. Also dann muss man die Kandidaten präsentieren, die das tatsächlich mitbringen.
Und ich gebe Herrn van Rode recht, es gibt immer mehr Einkaufsorganisationen oder eben auch Verantwortliche, die ja, auf solche Zertifikate schwören. Es ist aber tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, sehr individuell. Nicht mal im Unternehmen ist das unbedingt einheitlich. Ja? Während der eine Abteilungsleiter auf Zertifikate schwört, also Herr Riedel, der muss ein Cisco-Zertifikat haben. Wenn er keins hat, brauchen Sie mir den Herrn gar nicht anbieten. So, das kann man öfter hören. Eine Abteilung weiter ist das kein Thema. Ja? Aber Zertifikate sind auf jeden Fall wichtig. Unsere Erfahrung ist, dass wir aber auch noch ein ganz anderes, ganz wichtiges Kriterium haben, um die Mitarbeiter bei dem Kunden gut anbieten zu können. Und das sind Referenzen. Ja, also es geht ja darum, letztlich nachzuweisen, können die Mitarbeiter das, was der Kunde von ihnen erwartet. Und da ist ja ein Zertifikat eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit ist eben eine Referenz dem Kunden vorzulegen, dass er Ähnliches oder sogar vielleicht im besten Fall Gleiches schon mal in einem anderen Unternehmen gemacht hat. Und wenn man hier eine Referenz, also ein praktisch ein Zeugnis aus einem anderen Projekt vorlegen kann, vielleicht sogar mit dem ehemaligen Projektleiter sprechen kann, hilft das sehr viel weiter. Heißt das, dass Sie dann auch die Freiberufler ermuntern, sich um solche Zeugnisse zu kümmern, damit eben dieser Beleg dann vorliegt? Ja, und, ja, das machen wir und zwar aus zweierlei Sicht. Zum einen wollen wir ja für uns selber auch sicherstellen, ob die Kandidaten, die wir den Kunden präsentieren, über das Know-how verfügen. Und wenn wir hier mit einem Projektleiter aus einem vergangenen Projekt sprechen, gibt uns das natürlich eine zusätzliche Sicherheit. Und zum anderen haben wir dadurch auch die Möglichkeit, letztlich ja, so ein Zeugnis bei der aktuellen Anfrage vorzulegen. Mhm. Und das machen wir generell so. Herr Franz, Sie hatten es ja vorher schon angedeutet, aber eben trotzdem auch nochmal Sie die Frage, wie fühlen Sie denn diesen Leuten auf den Zahn, dass sie auch sicher sind, dass sie den Richtigen da vermittelt haben? Also das ist ein wichtiges Stichwort. Wir sind eben kein Vermittler, sondern wir sind ein Marktplatz. Ja? Das heißt eben, wir führen Nachfrage und Angebot zusammen, aber wir stellen sicher, dass das Angebot, nämlich die Interimsmanager, wirklich qualitativ hohen Ansprüchen entsprechen, das heißt eben langjährige Erfahrung, Nachweis, dass sie eben Interimsmanagementprojekte erfolgreich gemacht haben und eben die Referenz, Einholen der Referenzen. Und wenn die Interimsmanager dann bei uns auf der Plattform akkreditiert sind, gibt es ein weiteres Qualitätsmerkmal oder Parameter. Und zwar können diese Interimsmanager ex post von ehemaligen Auftraggebern Referenzen einholen. Ja, das ist online gestützt, kann ich Herrn Riedel anschreiben, aus dem System sagen, ich habe bei Ihnen ein Projekt gemacht. Dann kommen bei ihm 6 Dimensionen hoch, Branchenkenntnisse, Umsetzungsstärke, 4 andere. Da gibt es einen Schieber von 1 bis 10, dann gibt er das Rating ab. Das wird zurückgespielt an mich auf die Plattform und ich kann es dann eben veröffentlichen, sodass der Nächste, der mein Profil aufruft, sieht, wie viele Ratings hatte ich und in welchen Kernkompetenzen ich wie geratet wurde. Und insofern hat man eigentlich mit diesem Instrument erstmalig eine wirklich marktgetriebene Beurteilung von Interimsmanagern, die bei uns vertreten sind. Vielen Dank. Wir hatten ja schon ganz in der Einleitung, hatte ich ja angedeutet, dass dieses Thema Scheinselbstständigkeit, und Sie hatten es ja auch gleich im ersten Statement auch erwähnt, dass das ein wichtiges Thema geworden ist. Es gab ja jetzt auch 2 Urteile, in denen sich Freiberufler eingeklagt haben in Unternehmen. Die Unternehmen sind sehr vorsichtig geworden. Es gibt Freiberufler, die seit Jahren beim gleichen Unternehmen tätig sind. Wie reagieren Sie jetzt als Dienstleister? Wie stellen Sie sicher, dass es da keinen Stress mit niemandem gibt? Kommt darauf an, ob Sie das mir fragen oder mein Legal Department. Weil Legal ist da, was das angeht, ein bisschen vorsichtiger als ich das bin. Es ist schwer. Ich bin selbst, da habe ich nicht so viel Angst dafür, weil es eben nur ein paar Fälle gibt, wo die Leute sich wirklich eingeklagt haben. Es ist natürlich sicherlich ein wichtiges Thema. Ich habe selbst, wie gesagt, nicht so viel Angst dafür und wir als Unternehmung auch nicht. Aber wir müssen das berücksichtigen.
Weil es gibt die Möglichkeit, dass die Leute sich einklagen. Es gibt, ich glaube, den vorherigen Sprecher hat es auch angedeutet, ja. Es gibt verschiedene andere wichtige Themen, die man berücksichtigen muss, als Freiberufler auch, als Vermittler, wenn man das so nennen darf. Ja, machen wir uns momentan noch wenig Sorgen. Ich versuche meine Kunden da einigermaßen zu beruhigen, aber man muss es immer berücksichtigen. Wir haben verschiedene Transition-Phasen, wo wir quasi Leute übernehmen von anderen Kunden, wo eben diese Situation passiert, dass jemand schon bei einer Bank seit 10 Jahren da im Einsatz ist. Meine erste Reaktion ist, oh, wir gucken erstmal, was macht er da? Hat er verschiedene Projekte gemacht? Hat er nebenbei auch noch andere Projekte gemacht? Da muss man schon ein paar Sachen berücksichtigen. Also vorsichtig ja, groß Angst habe, nein, momentan haben wir das noch nicht. Aber können Sie dem Freiberufler in irgendeiner Weise helfen, dass diese Scheinselbstständigkeit dann nicht stattfindet? Dass Sie da auf ein anderes Projekt tun, dass er, oder können Sie ihm da in irgendeiner Weise behilflich sein, damit er nicht in diese missliche Lage kommt? Ja, es gibt natürlich verschiedene, Scheinselbstständigkeit ist ein recht kompliziertes Thema. Es gibt verschiedene Sachen, die man beobachten muss. Es gibt verschiedene Indizien, um anzuzeigen, dass man scheinselbstständig ist. Wenn man in einem Projekt arbeitet, ist es sowieso, denke ich, ziemlich sicher. Also wenn man in einer Betriebssituation arbeitet, ist es schon mal ein bisschen komplizierter. Was kann man machen? Verschiedene Projekte wechseln teilweise von Dienstleister, hilft schon. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann als Freiberufler, um sich da einigermaßen zu schützen. Aber wichtig ist, dass man verschiedene Projekte nebeneinander teilweise macht, verschiedene Unternehmungen in Rechnung schicken kann in ein Jahr. Und damit ist man, denke ich, schon ziemlich gesichert. Aha. Herr Riedl, wie reagieren Sie auf diese Diskussion? Wie eben was tun Sie, eben damit Sie da keinen Stress sowohl mit den Auftraggebern als auch mit den Freiberufen haben? Denn eben, ich habe es jetzt auch aktuell von SAP mitbekommen, dass Sie den ganzen Freiberuflern loswerden wollen, dass da neue Verträge geschlossen werden müssen. Eben, wie Sie auch angedeutet haben, da gibt es Leute oder auch Freiberufler, die seit Jahren den gleichen Job machen. Niemand hat bisher je etwas gesagt und jetzt auf einmal ist die Compliance-Abteilung aufgeschreckt und haut da um sich und ist natürlich für alle Beteiligten, die betroffen sind, jetzt nicht so erfreulich. Ja. Also ich meine, dieses Thema Scheinselbstständigkeit gibt es ja, glaube ich, jetzt seit 1998, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also sind, glaube ich, jetzt 16 Jahre. Es ist immer mal wieder mehr, mal weniger in der Presse. Zurzeit ist es mal wieder mehr in der Presse, auch durch aktuelle Fälle, auch im Süden der Republik oder auch in der Mitte. Aus meiner Sicht gibt es einen ganz klaren Königsweg und den empfehlen wir auch. Und der lautet, mehrere Auftraggeber zu haben im Jahr. Das ist aus meiner Sicht die einzige sinnvolle Lösungsvariante dazu. Das muss ja nicht heißen, dass man im Prinzip das Projekt verlässt, in dem man ist, aber man darf es halt nicht exklusiv durchführen. Aber wie funktioniert das, Herr Riedl? Eben, ich hatte das jetzt aktuell eben bei SAP mitbekommen. Da sind, und von anderen Konzernen weiß man es auch, und die Telekom hat ja auch da so Panik gekriegt, dass Leute 5 bis 10 Jahre dabei sind und jetzt auf einmal eben bricht die große Panik aus. Ja, ich meine, das ist natürlich aber auch fahrlässig, weil, wie gesagt, das ist ja ein Thema, was es schon seit langen, langen Jahren gibt. Und wenn man dann 9 Jahre exklusiv immer nur für einen Auftraggeber arbeitet, dann muss man sich nicht wundern, wenn in der Richtung auch mal was passiert. Und das Risiko besteht ja für beide, sowohl dem Auftragnehmer als auch den Auftraggeber. Ja, also der Auftraggeber hat die Gefahr, dass der sich einklagt, das haben wir ja auch erlebt, ja. Und der Auftragnehmer hat die Gefahr, dass er für lange, lange Jahre Rentenversicherungsbeiträge nachzahlen muss und das kann auch sehr viel Geld werden. Ja. Insofern, Sie haben gefragt, wie kann das funktionieren? Ein Tag pro Woche für ein anderes Projekt arbeiten. Das ist alles, das reicht. Aber haben Sie jetzt, nachdem diese ganze Diskussion entstanden ist, haben Sie mal bei sich nachgeschaut, ob Sie solche Kandidaten in solchen Projekten haben und haben denen gesagt, du Junge, jetzt langsam könnte es brenzlig werden?
Ja, wir schauen hier regelmäßig nach und es gibt Kandidaten, die wir dann auch darauf aufmerksam machen. Ja, also wir schauen das tatsächlich an. Es ist tatsächlich ja auch nicht immer leicht umzusetzen, jetzt Projekte für diese Leute zu finden, wo sie Know-how-mäßig reinpassen und die man dann auch noch in Teilzeit erledigen kann. Nur wenn man jetzt weiß, um wen es sich hier handelt, wer hier Handlungsbedarf hat, dann finden wir auch über kurz oder lang immer Alternativen für diese Kandidaten. Herr Franzen, welche Rolle spielt dieses Thema bei den Interim-Managern? Weil unter Interim-Management könnte man sich jetzt vorstellen, eben, dass jemand 1 bis 2 Jahre in einem Projekt, weil er soll ja in dem Unternehmen, wie gesagt, wie man sagt, den Feuerwehrmann spielen und dies dann normalerweise wahrscheinlich 1 Jahr nur bei diesem Unternehmen eigentlich nichts von mehreren Auftraggebern. Wie löst der das Problem? Oder? Nochmal? Probieren Sie nochmal? Hallo? Ach ja, jetzt, sorry. Also die Thematik ist auch bei längeren Interimsmanagement-Projekten der Fall. Und um Ihnen ein paar doch harte Kriterien zu geben, also die Deutsche Rentenanstalt und damit auch der Gesetzgeber vermutet eine Scheinselbstständigkeit, wenn 5/6 des Einkommens von einem Mandanten oder einem Kunden entsteht und wenn eben Projekte länger als 18 Monate dauern, was ja evident ist im IT-Bereich sehr leicht. Und wenn Sie sich dann vorstellen, Unternehmen wie SAP, Allianz haben, glaube ich, ziemlich viele und andere DAX-Konzerne. Bei Interimsmanagern ist es so, dass die per Definition erstmal auf Führungsebene agieren und insofern, wenn Sie den Nachweis erbringen, also 5/6 des Honorars sollte nicht von einem Mandanten kommen, aber zusätzlich ist eben noch entscheidend, das sind dann Formalie-Kriterien, dass man eben nicht weisungsgebunden ist in der Organisation, dass man sich nicht an irgendwelche Urlaubszeiten halten muss, dass man keinen Anspruch hat bei Krankheit, Lohnfortzahlung. Also es gibt eine Reihe von Indikationen, die entweder induzieren, dass man in einem Angestelltenverhältnis ist oder aber, wenn der ganz klar sagt, ich bin 5 Tage fakturiere ich, aber ich bin 3 Tage nur vor Ort, dann ist das eben beispielsweise auch schon ein guter Indikator, dass er nämlich seine Arbeitszeit und seine Aufgabe selber definiert und damit dieses Thema keine Rolle spielt. Und das kann man sicherlich auch sehr elegant vertraglich gestalten. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich auch sehr richtig und wichtig, ein Zweitmandat zu haben, nicht parallel, aber im Ablauf von 12 Monaten oder 2 Jahren. Ja. Aber mir ist kein Fall bekannt bei Interimsmanagern, wo das Thema Scheinselbstständigkeit dann wirklich auch in die vor Gerichten entschieden wurde. Ah, ja. Hallo? Ja, jetzt. Die meisten Interimsmanager haben, denke ich, ein GmbH oder eine andere Möglichkeit, wo man sich dann auch einfacher schützen kann. Also ist das Thema, denke ich, gar nicht da. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also eine GmbH ist auch ein sehr probates Mittel, das Thema Scheinselbstständigkeit zu umgehen. Ja. Und je höher das Honorar ist, das kann man auch sagen, umso eher wird vermutet, dass es sich nicht um einen Scheinselbstständigen handelt. Also nochmal das Angebot, wenn Sie Fragen haben, wir nehmen die gerne mit. Ansonsten würde ich hier noch weitere Fragen stellen. Und zwar, nach welchen Kriterien sollte ein Freiberufler so einen Dienstleister aussuchen? Wir kriegen in unseren Foren immer wieder so Mails, in denen sich Freiberufler beschweren, dass Agenturen intransparent sind, dass nicht klar ist, wie viel da mit dem Auftraggeber verhandelt wird, dass er manchmal das Gefühl hat, wenn er dann beim Auftraggeber ist, boah, haben die ein tolles Honorar ausgehandelt und bei mir ist unten nicht viel hängen geblieben. Diese Vorwürfe kriegen wir immer in unseren Foren. Was zeichnet einen guten Dienstleister aus? Wie sollte ein Freiberufler einen guten aussuchen? Nach welchen Kriterien? Frage, die, denke ich, nicht so leicht zu beantworten ist. Ich denke, das ist individuell. Hauptsache ist, man bekommt ein Honorar, wo man glücklich mit ist. Wenn man mit einem Vermittler arbeitet, heißt das immer, dass dieser Vermittler Geld dafür bekommt.
Und das ist eine gute Möglichkeit, um bei Großkunden im Projekt zu kommen, weil Großkunden oder die meisten Kunden arbeiten nur mit Personalvermittler. Das heißt, man braucht die und wir brauchen die Freiberufler natürlich. Das ist ein Spiel, was schon seit Jahren gut geht. Ich denke, was wichtig ist zu beobachten, dass man da ein gutes Gefühl bei hat, neben einer, die etwas größer ist, die kleinere sind dann, denke ich, etwas kompliziert, um damit zu arbeiten, neben einem namhaften Vermittler. Da gibt es genügend in Deutschland, also Wettbewerb in Deutschland in Personalvermittlung ist recht groß. Und man muss sich da wohlfühlen, man muss das Gefühl haben, dass man gut beraten wird, dass man die ehrliche Antworten bekommt. Transparenz sind wir, glaube ich, nicht alle. Es gibt ein paar, die machen das. Die legen alles offen. Es gibt auch viele Kunden, die momentan viel nachfragen, die das Open Book-Verfahren fordern. Die gibt es und das machen wir mittlerweile auch, nicht bei jeder. Wenn die Transparenz wichtig ist, sucht ihr einen Partner aus, der das alles offenlegt. Wenn das nicht so wichtig ist und wenn man einfach ein Projekt, da muss man verschiedene Partner suchen, wo man viele Projekte finden kann. Und dann ist es, denke ich, relativ egal, wo man sich bewerbt. Es gibt eine Menge großen Unternehmungen, die, denke ich, viele Projekte haben und die gute Stundensätze anbieten. Und wenn man glücklich ist mit diesem Stundensatz, muss man eben auch, denke ich, akzeptieren, dass da bei so einem Vermittler auch ein Teil hängen bleibt, weil das ist eben unser Geschäft. Herr Rieck, lebt noch an Sie diese Frage. Kann ich die noch kurz, was eben so einen guten Vermittler auszeichnet, nach welchen Kriterien eben der Freiberufler diesen aussuchen soll? Ich als Freiberufler würde es wichtig finden, dass der Vermittler sehr viele Endkundenkontakte hat. Weil wenn er viele Endkundenkontakte hat, wird die ganze Kommunikation in der Geschäftsanbahnung sehr viel leichter, als wenn hier noch weitere andere Vermittlungsinstanzen dazwischen sind. Ja? Also so Thema Kettengeschäft. Zumal wird auch das Honorar immer geringer, je mehr Kettenglieder in dieser Kette sind. Also darauf würde ich achten. Ein anderes Kriterium wäre die regionale Verteilung in Deutschland. Wenn der Anbieter sehr viele Geschäftsstellen hat in Deutschland, dann ist letztlich auch gewährleistet, dass man, je nachdem, wo man eingesetzt werden will, immer mit dem gleichen Partner zusammenarbeiten kann. Auch das ist aus meiner Sicht ein gutes Kriterium. Und last not least, die Zahlungsbedingungen, finde ich, sind ein ganz wichtiges Kriterium. Ja. Es gibt Agenturen, die zahlen nach 60 oder nach 90 Tagen. Wir zahlen zum Beispiel immer nach 7 Tagen. Insofern ist das, er sollte einfach zu Top-IT-Services gehen. Wir hatten da schon länger eine Wortmeldung. Wir schauen mal ganz schnell. 60, 90 Tage. Also ich finde ganz interessant. Ich bin selber Freiberufler und ich finde, die Transparenz, das ist für Freiberufler schon sehr, sehr wichtig. Das ist, bestreitet niemand, dass Agenturen nichts verdienen dürfen, aber wenn man mit Agenturen verhandelt, ist es schon sehr oft so, dass sie eben nicht transparent sind, dass sie nicht erzählen, welche Marge sie an der Vermittlung verdienen, und das macht einfach nicht viel Spaß. Also dieses Feischen um den Stundensatz ist einfach keine schöne Sache für den Freiberufler. Deswegen finde ich, also wenn ich das könnte, würde ich die Agentur auswählen, die mir das einfach offen darlegt. Meistens ist es aber so, dass einfach, wenn man Spezialist ist, dann gibt es einfach nicht so viele Projekte. Und da muss man einfach mit der Agentur zusammenarbeiten, manchmal leider, die einfach gerade an dem Projekt dann dran ist. Gibt es sonst noch einen Kommentar zu diesem, Auch noch ein weiterer Punkt, der mich als Freiberufler eben immer wieder stört, sind die Verträge, die vorgelegt werden und die vielfach Klauseln enthalten, die keiner, der eigentlich bei Verstand wäre und ein bisschen juristische Bildung hat, unterschreiben würde. Typische Klausel, die immer wieder vorkommt, ist, der Freiberufler garantiert dafür, dass das Werk, das er erstellt oder die Dienstleistung, die er erbringt, frei von Schutzrechten Dritter ist. Das kann ich als Freiberufler nicht. Wer ein bisschen Ahnung von Patentrecht hat, weiß, dass Patente zum Beispiel erst nach 18 Monaten veröffentlicht werden. Das heißt, ich kann es noch nicht mehr ersehen, weil ich auf 18 Monate Sicht blind bin. Eine solche Klausel taucht in 70-80% aller mir vorgelegten Verträge auf. Ich frage mich immer wieder, warum
warum werden solche Fesselungsklauseln in die Verträge aufgenommen? Auch bei Ihnen, Herr Redel, in Ihrer Agentur. So, dann, Herr Redel, jetzt sind Sie gefragt. Es geht schon. Ja, das mit dieser Patentrechtsgeschichte, das stimmt. Ist aber nicht nur bei uns so. Also ich kenne das auch von vielen anderen Personalvermittlern. Ich bin jetzt kein Jurist, deshalb kann ich Ihnen das auch nicht so hundertprozentig beantworten. Unsere Argumentation ist, in der normalen Arbeit wird das auch nicht zur Anwendung kommen. Ja? Letztlich will man sich doch davor schützen, dass man eine Software irgendwo herkopiert und in den Kundencode zum Beispiel einbaut. Und dann kommt der Kunde auf einmal, wird der Kunde auf einmal mit irgendwelchen lizenzrechtlichen Dingen konfrontiert, und das will er vermeiden. Ja, darum geht es. Ja, mehr kann ich leider dazu jetzt nicht sagen. Herr Van, diese Klausel, ist die bei Ihnen auch, Herr Van Rode? Ja. Also die kenne ich auch. Mit Softwareentwicklern haben wir oft natürlich diese Gespräche und wir versuchen da irgendwie einen unbegrenzten Nutzungsrecht oder irgendwie etwas rauszuholen. Aber ich bin ja auch kein Anwalt. Also das ist ja nicht gerade einfach. Aber wenn man darüber redet, dann gibt es oft Lösungen. Aber wir versuchen uns auch einfach zu schützen und wir versuchen unsere Kunden zu schützen. Deswegen ist es da. Aber es gibt Möglichkeiten, um darüber zu reden, um danach eine Lösung zu suchen, wo sowohl der Freiberufler glücklich mit ist, als auch der Endkunde. Und dann sind wir als Vermittler auch glücklich. Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, diese Klauseln sind deshalb in den Verträgen drin, weil sie in den Verträgen, die wir mit unseren Kunden machen, auch drin sind. Das heißt also, selbst wenn wir als Personalvermittler gar nicht zwischen Ihnen und dem Kunden stehen würden, Sie müssten diese Klausel so oder so akzeptieren, wenn Sie bei diesem Kunden arbeiten wollen. Okay, also ich denke, da versuchen wir, Herr Franz Nachlob, an Sie die Frage, wie klären Sie das rechtlich mit Ihren Interimsmanagern, dass da auch keine Probleme gibt. Wie sehen bei Ihnen diese wasserdichten Verträge aus? Also da würde ich ganz einfach sagen, das ist der Charme unseres Geschäftsmodells, dass wir gar nicht Vertragspartner sind zwischen denen, weil das ist der Kern unseres Geschäftsmodells und das differenziert uns auch von Vermittlern oder im Interimsmanagement von Providern, dass wir den Marktplatz herstellen, aber die dann gematchten, die sich findenden Vertragsparteien, sprich Interimsmanager und Unternehmen, schließen dann den Vertrag und definieren das Projekt nach eigenem Gutdünken. Und das ist eben auch so das bisschen disruptive Geschäftsmodell von uns, weil wir eben gerade auf der Seite der Interimsmanager sagen, das führt tendenziell zu höheren Tagessätzen, weil man direkt mit dem Endkunden verhandelt und auf der anderen Seite bei den Unternehmen, die tendenziell eben auch sich diesen Kostenblock ersparen, nämlich die Berechtigte, die Wertschöpfung des Vermittlers, die sich natürlich auch kostenmäßig niederschlägt. Vielen Dank. Letzte Runde, Herr Van Rode, und zwar auch immer wieder nachgefragt, natürlich, wie so die Honorarentwicklung ist, wer ist eher am unteren Ende der Skala, wer ist mehr am oberen Ende und von was für Tagessätzen reden wir in diesem Zusammenhang? Ich weiß ja, Sie werden das ja immer im ja, Detail. Wir bewerten das immer. Wir haben einen Gecko-Index, wo man pro Quartal sehen kann, wie sich die Projektlaufzeiten, die Stundensätze, Projektanzahl, wo man das anschauen kann. Die Honoraren sind relativ stabil momentan, schon seit einer etwas längeren Zeit. Es kommt, denke ich, darauf an, wer man das fragt, wo die Stundensätze. Im Technikerbereich liegt es natürlich relativ niedrig. Was heißt relativ niedrig? So eine Hausnummer? Naja, Stundensätze, es gibt eine Menge Outsourcing-Deals, wo die Ketten, die schon angesprochen ist, relativ lang ist. Und wo es dann verschiedene Techniker gibt, die im Service-Desk oder im Helpdesk, wenn man überhaupt über Freiberufler reden darf in dieser Situation, die da für 25 € pro Stunde arbeiten. Und das ist schon recht hart.
in höheres Segment, wenn man über die richtige, in meinen Augen, Freiberufler redet, die richtige Experten, da redet man über ganz andere Stundensätze und Tagessätze. Im SAP-Bereich und SAP-Bereich ist, denke ich, zwischen 800 und 1000 Euro sicherlich keine Ausnahme. Im Infrastrukturbereich liegt das dann etwas niedriger, abhängig von was man genau macht. Aber einen guten Administrator, abhängig von seiner Erfahrung, irgendwie zwischen 40, 50, 60 Euro in dem Bereich. Es ist abhängig von welchen Erfahrungen man hat. Man muss sich da, denke ich, schlau machen und viel nachfragen, welche Stundensätze man fragen darf. Herr Riedel, können Sie auch eine Hausnummer sagen, wie bei Ihnen, was bei Ihnen Freiberufler erwarten können? Ja, also über alle Projekte gesehen, zeichnet sich bei uns ab, dass so in den letzten 5 Jahren hat sich der durchschnittliche Stundensatz immer etwas erhöht, zu circa 1 Euro. Ja? Und wir liegen jetzt so bei unseren Erkenntnissen so circa bei 74, 75 Euro über alle Projekte gesehen im Mittel. Ja? Und wenn Sie fragen, wer verdient am meisten oder wer am wenigsten, dann würde ich sagen, ist es der... Die Techniker, die so in dem Administrationsumfeld liegen, das sind eher die am unteren Ende stehen, und die Projektleiter, die Projektmanager sind eben am oberen Ende zu finden. Und sind das dann, wie Van Rote gesagt hat, so Stundensätze zwischen 800 und 1000 Euro am Tag? Ja, also das ist durchaus realistisch. Nur... Wenn man muss ja die Projekte immer sehr genau ansehen. Wie lang ist so ein Projekt? Was ist für eine Verantwortung in dem Projekt? Ist es wirklich ein Fulltime-Projekt? In welchem technologischen Umfeld, mit welchem Druck? Also da ist ja immer sehr viel zu beachten. Aber die Zahlen, die der Herr Van Rode genannt hat, sind durchaus in einem realistischen Bereich. Mhm. Ja. Herr Franz, in welcher Liga spielen Ihre Kandidaten? Und wovon hängt es ab, dass es viel mehr wird, und wovon hängt es dann ab, dass es etwas weniger ist? Also um Ihnen eine Hausnummer zu nennen, es gibt eine sogenannte Häusebefragung, da werden repräsentativ jedes Jahr Interimsmanager befragt, und der durchschnittliche Tagessatz eines Interimsmanagers jetzt über die Branchen- und unternehmerischen Funktionen hinweg ist roundabout 1100 Euro. Und da gibt es aber eben auch extreme Unterschiede. Also wenn Sie einen Finanzbuchhalter haben, der ist sicherlich auch in dem Bereich 700 Euro angesiedelt. Wenn Sie einen Restrukturierungsexperten haben, da kann es eben auch 3.500 Euro sein. Also insofern die Bandbreite relativ groß. Im IT-Bereich ist es sicherlich, würde ich auch so sagen, da kann das auch hochgehen, 1200, 1500, wenn das eben Themen sind, in einem größeren Unternehmen IT-Leitung oder dann diese schönen Themen wie E-Commerce oder eben auch wirklich Neugestaltung von Geschäftsprozessen, wo es um diese IT-Komponente geht, um die Infrastrukturkomponente, aber eben auch wirklich das Business zu verstehen, Spezifikationen zu managen. Ja, das ist so der Punkt, und Herr Riedel hat es, glaube ich, genau, Sie sind dann repräsentativ mit Gulp, gibt auch an, dass der durchschnittliche Stundensatz im letzten Jahr bei 75 Euro lag, über alle Projekte hinweg, und das ist nach Aussage von Gulp auch der höchste Satz oder der höchste Tagessatz, der bisher bei den im Durchschnitt registriert wurde. Also Tendenz, würde ich sagen, zu auch steigende Preise, und sicherlich, das kann ich dann weniger beurteilen, sicherlich von der Wertschöpfungskette des, wenn man einen Provider, einen Vermittler hat, was dann am Ende des Tages für den IT-Experten übrig bleibt. Vielen Dank.